Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Ich will zurück zum Anfang, als es begann. Der erste Mensch entstand. Ich red von Adam. Klar, Mann, ich glaub dran wie ein Jude oder Christ. Bin überzeugt, dass unser Dasein kein Zufall sein kann. Wie ein kritischer Forscher, der nach Jahren feststellt, dass eine höhere Macht die Welt im Innersten zusammenhält. Ich schlag den Koran auf und lese, will verstehen, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehe. Als die Engel sich verbeugten vor der Schöpfung des Herrn, wollt Iblis, der Teufel, von Ergebenheit nichts hören. Aus Feuer erschaffen war er zu stolz, um niederzuknien vor einem Wesen, das aus Erde und Wasser besteht. Stattdessen wollte er so viele Menschen mit sich ziehen, bevor er für immer und ewig in die Hölle geht. Auch Adam und Eva haben übertreten, doch der große Unterschied war, sie bereuten ihre Tat und Allah vergab ihnen. Doch die Konsequenz, ein Leben auf der Erde, zeitlich begrenzt, weit entfernt von der Unendlichkeit. Doch er versprach, wenn seine Rechtleitung die Menschen erreicht, werden die, die ihr folgen, weder ängstlich noch traurig sein. All das fand ich im Koran reib für rein. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Wusstest du, dass Adam und Eva Muslime waren? Gottes ergebene Diener im Islam. Islam, ein arabisches Wort. Es bedeutet so viel wie Frieden durch Hingabe an Gott. Muslim ist der, der diese Hingabe praktiziert und den Weg geht, den sein Schöpfer ihn führt. Noah, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jakob, Josef, Jonas, Moses, David, Salomon, Maria und Jesus. Diese Namen stehen auch im Koran. Ich wünsche ihnen allen Allahs Frieden. Es war immer der gleiche Gott, dem sie ergeben dienten. Er ist es, der Noah vor der Sintflut bewahrt, als sein Volk ihn auslachte und in Sünde beharrte. Er ist es, der Abraham sein Versprechen gab, ihn schützte und beistand, als man ihn ins Feuer warf. Er ist es, der Moses und seine Leute aus der Unterdrückung des Tyrannen Pharao befreite. Er gab der Jungfrau Maria Jesus zum Sohn, ohne dass sie einen Mann berührte. Und schon in der Wiege sprach dieser zu den Menschen. Er weckte Tote zum Leben und heilte mit seinen Händen. Sie alle dienten dem einen, der alles erschaffen hat, dem Herrn der Welten, dem auch Mohammed sich ergab, dem Allerbarmer, der schon immer da war. Du nennst ihn Gott, ich sag Allah. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Mohammed, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Er lebte in Mekka und war bekannt als Al-Amin. Der Vertrauenswürdige, der Ehrliche, der Liebenswerte, der keine Götzen verehrte. Ein Mensch wie du und ich aus Fleisch und Blut. Der Unterschied ist das, was er im Herzen trug. Die Gnade, die Allah ihm entgegenbrachte. Er war 40, als er ihn zum Propheten machte. Er konnte weder schreiben noch lesen. Allah gab ihm Kraft, sich jedes Wort einzuprägen. Zeichen über Zeichen in Reimen. Worte, die Herzen bewegen, aus der Dunkelheit befreien. Edle Worte, schöne Worte, Gottes Worte, die er ihm Stück für Stück offenbarte. Und zwar, Gott ist einer, vor ihm sind wir alle gleich, doch ihm gleich ist keiner. Alles, was wir haben, haben wir ihm zu verdanken. Wir sollen spenden und geben für die Armen und Verwandten. Am Glauben festhalten, Gutes tun, das Schlechte verneinen, meiden, kein Unrecht betreiben. Vor mehr als 1000 Jahren brachte der Islam den Menschen Rechte, Licht und Gesetz, ja, vereint Herzen. Gibt Frieden, gibt Frieden, schlag es nach im Koran und den Hadith. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen. Willst du wissen, was Islam ist? Schlag den Koran auf und lies. Dort findest du mehr als Hölle und Paradies. Studier das Leben des Propheten Mohammed. Auf ihm Allahs Frieden und Segen.